Dann muss ich mal stürmen von der Rapperswil-Union Lakers. Sag mir schnell, was geht dir innen vor, wenn du die Szenen da hinter dir siehst? Ja, keine Ahnung. Sie haben es so verdient. Sie haben uns so immer unterstützt, so geile Choreo gemacht. Und ich bin froh, dass wir ihnen so etwas Grossartiges zurückgeben können. Was ist in dir innen vorgegangen, als du das Goal geschossen hast? Geht überhaupt etwas in einem innen vor, oder? Ja, irgendwie wollte ich drei Saltos machen, pure Erleichterung, keine Ahnung. Einfach, es war unfassbar. Ich glaube, einfach ins Leere hineingeschaut. Ich hatte Freude für die Jungs und wir haben das so verdient. Und ja, jetzt sind wir dort, wo wir hergehört haben und die ganze Saison lang trainiert haben für das. Du als ehemaliger Bieler Junior, verstehst du, was ihr zur Ostschweiz da bei Rappi abgeht, oder ist dir das noch nicht ganz bewusst? Ja, Mann, ich habe mich langsam angepasst und jetzt bin ich dann gleich schon fast ein Jahr da und ich weiss, wie gross der Traum von Rappi war und ja, unglaublich, jetzt können wir wieder angreifen und jetzt kann ich auch wieder mal in die Isot Arena, also von dem her top.